sich die Dunstglocke des Ruhrgebiets vor der weiten Ebene des Münsterlandes zu lichten beginnt, da liegt Dortmund, das östliche Eingangstor des rheinisch-westfälischen Industriereviers. Eisen und Stahl bestimmen das Bild des Wirtschaftslebens in dieser Stadt. Die riesigen Hüttenwerke und die Produktionsstätten der Eisenverarbeitung geben mehr als 60.000 tüchtigen Arbeitern und Angestellten Lohn und Brot. Voraussetzung dafür, dass sich Dortmund zur Industriestadt entwickelte, waren die beträchtlichen Kohlevorkommen. In zahlreichen Zechen werden die schwarzen Diamanten gewonnen und trotz aller Rationalisierung stehen noch heute über 30.000 Beschäftigte im bergmännischen Dienst. Wo viel geahmt wird, gibt es auch guten Durst. Als Bierstadt genießt Dortmund ebenso weltweiten Ruf wie durch seine anderen Erzeugnisse. Dortmunder Bier schmeckt überall, in Deutschland und in der Welt. In der Pause genauso wie in frohen Stunden. Die Dortmunder Wirtschaft steht nicht nur auf den gewichtigen Fundamenten der Großbetriebe. Eine Vielzahl bedeutender Firmen ist ständig um die Ausweitung der Weltgeltung des Dortmunder Industrieschaffens bemüht. Der Export aus dieser Stadt hat längst die 500-Millionen-Grenze überschritten. Dortmund ist Drehscheibe des Verkehrs aus allen Himmelsrichtungen. Der Hauptbahnhof zählt zu den Herzkammern des Ruhrgebietsverkehrs. Dortmund verfügt über den größten deutschen Kanalhafen. Hier beginnt der Dortmund-Ems-Kanal, der im Hebewerk Henrichenbrück die Ausfahrt zu den Häfen der Nordseeküste gewinnt. Die Stadt liegt eingewebt in das Netz der Autobahnen. Über drei Anschlüsse verteilt sich der Fahrzeugstrom in alle Richtungen. Zunächst noch in kleinerem Rahmen wickelt sich der Flugverkehr auf dem Dortmunder Flughafen Wickede ab. Es ist ein Anfang, der die Möglichkeit späteren Ausbaues bietet. Für einen großen Teil Westfalens ist Dortmund Versorgungszentrum. Die Landwirtschaft aus der Umgebung setzt hier ihre Produkte ab. Die mehr als 651.000 Menschen, die in Dortmund leben, wollen versorgt sein. Der Großmarkt beliefert den Lebensmittelhandel in Dortmund und in den Nachbarstädten. Auf dem Viehmarkt werden in vielen Auftrieben beträchtliche Stückzahlen an Schlachtvieh umgesetzt. Leistungsstarke Kaufhäuser bilden in der City konkurrierenden Anreiz für die Dortmunder Kundschaft. Der Sport spielt in der Freizeit dieser schwer arbeitenden Menschen eine große Rolle. Sie fahren nach Wambel zum Pferderennen oder sie jubeln begeistert, wenn ihr BVB in der Fußball-Bundesliga Tore schießt. Dortmund ist Hochburg für viele Sportarten. Schauplatz internationaler Wettkämpfe ist die Westfalenhalle. Das ist unser Dortmund und das ist das Stadthaus am Neutor. Oberbürgermeister Dietrich Koenig erwartet uns bereits. Ich freue mich über Ihren Besuch, meine lieben Mitbürger. Lassen Sie mich Ihnen etwas über unsere Stadt Dortmund erzählen. Über die Stadt, in der viele Familien der Bürgerschaft seit Generationen leben und die vielen anderen erst in jüngerer Zeit Heimatstadt geworden ist. Sehen Sie, auf dieser Karte können Sie das alte Dortmund erkennen. In den engen Grenzen der Wölle, die wir heute als breite Autostraßen kennen, lebten die wehrhaften und stolzen Bürger der Freien Reichsstadt, die dem mächtigen Handelsbund der Hanse angehörte. Große Fehden und Unfrieden brachten Notzeiten. Dortmund sank für lange Zeit zur Bedeutungslosigkeit herab. Mit der aufkommenden Industrialisierung wuchs die Stadt dann über die alten Mauern hinaus. Die Handelsstadt erlebte eine neue Blütezeit als Stadt der Arbeit. Menschen aus allen Teilen Deutschlands zogen hierher. In dem Schmelztiegel Dortmund wuchs aus sehr unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen die Einwohnerschaft unserer Stadt zusammen.
Dortmund wurde zur Metropole Westfalens. Ja, und dann zerschlug der Zweite Weltkrieg als Folge wahnwitziger Machtpolitik das Werk von Generationen arbeitsamer Menschen. Der Zusammenbruch des Hitlerstaates war praktisch die Stunde Null für unsere Stadt. Am Anfang des Wiederaufbaus stehen dann Männer wie Fritz Hensler, Wilhelm Hansmann, Ewald Görsop. Sie schufen mit den verantwortlichen Kräften in Rat und Verwaltung das neue Dortmund. Wir setzen ihr Werk fort. Was wir erreicht haben, sehen Sie hier. Sie erleben es täglich an vielen Stellen, wo sich unsere Stadt neu formt. Sie sind Zeugen dieser Wiedergeburt. Die Tradition der Dortmunder Verwaltung repräsentiert das alte Stadthaus, soweit es der Bombenkrieg verschonte. Die enorme Ausweitung der Stadt machte für die zentrale Verwaltung einen Neubau notwendig. Wie Dortmund aus seinen Anfängen heraus zur heutigen Ausdehnung wuchs, veranschaulicht diese Karte. Die Dortmunder Kommunalpolitik bestimmt der Rat der Stadt. Sein Vorsitzender ist seit mehr als einem Jahrzehnt Oberbürgermeister Dietrich Koenig. Der Rat verlieh ihm im Frühjahr 1964 den Ehrenring der Stadt Dortmund. Nach der Kommunalwahl 1961 verteilten sich die Ratssitze wie folgt. Über die absolute Mehrheit verfügt die Sozialdemokratische Partei mit 37 Sitzen. Auf die CDU entfielen 24 und auf die Freien Demokraten 5 Sitze. Die kommunalpolitischen Entscheidungen bedürfen sorgfältiger Vorarbeit. In unzähligen Sitzungen der Fraktionen und der vom Rat gebildeten Ausschüsse reifen die Vorlagen, bis sie vom Plenum beschlossen werden. Mehr als 95% aller Ratsvorlagen fanden einstimmige Annahme. Die Ausführung obliegt der Verwaltung. An ihrer Spitze steht Oberstadtdirektor Dr. Walter Klimt, zugleich Mitglied des Landtages von Nordrhein-Westfalen. In diesem Buch spiegelt sich die Leistung Dortmunds. Eine Leistung, die sich im Einzelnen wie auch im gesamten Wiederaufbauergebnis unserer Stadt sehen lassen kann. Der Haushaltsplan bildet die finanzielle Grundlage für die Arbeit der Stadt. Er sieht für 1964 Ausgaben in Höhe von rund 514 Millionen D-Mark vor, davon rund 135 Millionen D-Mark für Investitionen. Das ist sicherlich ein beachtenswerter Betrag, aber leider noch zu gering. Wenn wir unseren Investitionsbedarf an Schulen, Straßen und vielem anderen, der sich in den nächsten 15 Jahren auf rund 3 Milliarden D-Mark beläuft, befriedigen wollen, müssten wir jährlich fast doppelt so viel investieren wie bisher. Leider reichen die Steuern und Zuweisungen, die der Bund und das Land den Gemeinden zugeteilt haben, hierfür nicht aus. Sie wissen zum Beispiel, dass wir von den Milliardenbeträgen, die die Kraftfahrzeugbesitzer an Kraftfahrzeug- und Mineralölsteuer zahlen, nur einen geringen Anteil für den Straßenbau erhalten, obwohl über 80% des gesamten Kraftfahrzeugverkehrs die Gemeindestraßen belasten. Wenn der Bund und die Länder den Gemeinden nicht besser helfen, sind die Gemeinden, große und kleine, nicht mehr in der Lage, die zahlreichen Gemeinschaftsaufgaben für die Bürger so zu erfüllen, wie diese es erwarten. Ich will Ihnen jetzt zeigen, wie wir unsere Einnahmen verwenden. Schauen Sie, hier ist der Gliederungsplan der Verwaltung. Er weist die Verwaltungszweige und Ämter aus, deren Wirkungsbereich Sie nun in einem Überblick kennenlernen werden. Dem Schulwesen gehört die ganze Aufmerksamkeit einer gut geleiteten Stadt. Dortmund hat auf diesem Gebiet Mustergültiges geleistet. In den Jahren seit Kriegsende entstanden mehr als 80 neue Volksschulen. Die Zahl der Klassen wurde vervierfacht. Zuerst behalf man sich mit Einfachbauten oder erweiterte bestehende Schulen.
Als die Trümmer beseitigt waren, die der Krieg hinterlassen hatte, wurden in vielen Stadtteilen neue Wohnsiedlungen geschaffen. Der Schulbau musste Schritt halten. Vor allem galt es, den Schichtunterricht abzubauen. Die hohen Klassenbelegungszahlen mussten spürbar verringert werden. Das waren Aufgaben, die schier unlösbar schienen. In Dortmund wurden sie bewältigt. In modernen Schulhäusern lernen die jüngsten Bürger Schreiben, Lesen und Rechnen. Tüchtige Lehrer führen sie in die Anfangsgründe des Wissens ein und geben ihnen das Rüstzeug für den Beruf oder die weitere Ausbildung. Die neu errichteten Volksschulen sind mit lichten Turnhallen und allen erforderlichen Fachunterrichtsräumen ausgestattet. Diese Schulen machen die Zeiten vergessen, in denen Schulhäuser Kasernen glichen. Der Unterricht hat sich vom Lerndrill gelöst. Hier lernt es sich spielend und der Ernst des Lebens nähert sich den Kindern nicht mehr als ein Alpdruck. Aber es gibt keine Pause. An zahlreichen Plätzen wachsen neue Schulbauten empor. Statt einer Realschule im Jahre 1945 bestehen heute 9. Die Zahl der Gymnasien stieg von 2 auf ebenfalls 9. Nur liegt hier die Klassenzahl erheblich höher. Dem zweiten Bildungsweg eröffnen sich im Aufbau- und Abendgymnasium in Brünninghausen sowie im Institut zur Erlangung der Hochschulreife hervorragende Ausbildungsstätten. In der Brückmannstraße entstand das vorbildliche Berufsschulzentrum für gewerbliche und kaufmännische Ausbildungszweige. Insgesamt verfügt Dortmund heute über 12 Schulen für die Berufsvor- und Fortbildung mit 270 Klassen. Neue Schulzentren befinden sich in der Planung, so in der Kuitanstraße und in Hachenei, wo junge Mädchen auf den Hausfrauen oder einen Sozialberuf vorbereitet werden sollen. Die erhoffte Universität versagte die Landesregierung der größten Stadt Westfalens. Dafür wird Dortmund künftig eine neue technische Hochschule beherbergen. Eine große Zahl wissenschaftlicher Einrichtungen wie Max-Planck-Institute, Sozialakademie, pädagogische Hochschule, Ausbildungsstätten des Bergbaus, der Technik und Chemie, des Hotelgewerbes und musischer Bereiche stempeln Dortmund auch zu einem Bildungszentrum. Das Krankenhauswesen Dortmunds wird von Fachleuten als universitätswürdig bezeichnet. Ein umfangreicher Hospitalkomplex befindet sich in der Beuerhausstraße. Die städtischen Krankenanstalten an dieser und anderen Stellen Dortmunds weisen über 2500 Betten in 18 Fachkliniken und Instituten auf, die unter der Leitung hochqualifizierter Chefärzte stehen. Die Gesamtzahl der Krankenhausbetten liegt über 6000. Die medizinisch-technischen Hilfsdienste werden in den vielen Laboratorien zuverlässig ausgeführt. Ärztliche Kunst, medizinische Wissenschaft und die vielfältigen Möglichkeiten der Sanitätstechnik vereinigen sich in der schnellen und wirksamen Hilfe für die kranken Mitbürger. Nicht als Massenmedium, sondern als technische Hilfe für den Arzt haben sich die städtischen Krankenanstalten das Fernsehen dienstbar gemacht. Das Gerät befindet sich am Röntgentisch und wirft die Aufnahme auf den Bildschirm. So werden Patient und medizinisches Personal vor schädlichen Strahlungen geschützt und die Diagnosen erleichtert. Strahlentherapeutische Maßnahmen können hier ebenso gründlich angewendet werden, wie die Behandlung von Geschwulstkrankheiten unter der sogenannten Kobaltbombe. Es ist die größte Anlage im weiten Umkreis. Mit Hilfe dieses technischen Wunderwerks ist der modernen Medizin eine wirksame Waffe gegen den Todfeind des Menschen, den Krebs, in die Hand gegeben worden. Dieser Plan zeigt die Anstalten in der Beuerhausstraße. Die in unmittelbarer Nähe liegende Kinderklinik genügte den heutigen Erfordernissen nicht mehr. Ein neues Kinderkrankenhaus entstand. Allerdings nicht für die Vogelkinder, die hier noch im Fenster nisten. Das ist kein Banktresor, sondern der Sterilisator für die Babyflaschen in der Milchküche. Alles ist für die kleinen Patienten aufs Beste gerichtet. Auch hier hilft die Technik,
die Arbeit des Pflegepersonals zu erleichtern und das Gebot der Hygiene im höchsten Maß zu wahren. In den geräumigen Kellern sind rührige und flinke Hände am Werk, um in Wäscherei und Bügelraum die täglich anfallenden Mengen an Bettwäsche und Arbeitskleidung in peinlicher Sauberkeit und Ordnung zu halten. Der gleichen sorgsamen Betreuung durch die Stadt erfreuen sich die Außenkliniken, beispielsweise am Westfalendamm, das Unfallkrankenhaus am Friedenbaum, das Kinderkrankenhaus in Lücklemberg. Der Würde und der hohen Verpflichtung des Schwesternberufes trägt die Stadt vorbildlich Rechnung. Mit gründlichen Ausbildungskursen ist sie bestrebt, das Problem des Nachwuchsmangels zu bewältigen. Erfahrenes Lehrpersonal führt die jungen Lernschwestern in die vielschichtigen Aufgaben dieses Berufes ein. In freundlichen Wohnheimen sind sie untergebracht. So werden schließlich tüchtige Helferinnen der Ärzte herangebildet. Im Gesundheitshaus in der Höfelstraße haben viele Ärzte und Helfer die Hand am Puls der ganzen Stadt. Das Schwergewicht ihrer medizinischen Wachsamkeit liegt auf der Gesundheitsvorsorge. Das alte Wort, dass Vorbeugen besser ist als Heilen, findet hier getreue Anwendung. Durch laufende Untersuchungen, wie wir sie in der Schulzahnklinik belauscht haben, werden die Eltern auf die Notwendigkeit zahnärztlicher Behandlung bei ihren Kindern hingewiesen. Die 5 Zahnärzte im Gesundheitsamt erfassen mit diesen Überprüfungen in Schulen und Kindergärten jährlich rund 92.000 Kinder. Mancher kleine Fehler oder Defekt wird erkannt, ehe er sich zu einem großen Schaden auswächst. Ein besonderes Betreuungsgebiet für die Zahnärzte im Gesundheitsamt ist die Kieferorthopädie. In erster Linie wird jenen Kindern geholfen, für die kein Kostenträger vorhanden ist. Die Stadt muss hier die Unterschiede auszuschalten versuchen, die das Geld unter den Menschen schafft. Die Gesundheit jedes einzelnen Bürgers ist dieser Mühe wert. Das soziale Gewissen des Rates und der Verwaltung hat die Sorge für die alten Menschen in den Mittelpunkt fürsorgerischer Verantwortung rücken lassen. Nach der schweren Arbeitslast, die in Jahrzehnten in Geduld und Pflichterfüllung von den Bürgern getragen wurde, schuf ihnen Dortmund in vielen Altenheimen behagliche Plätze für einen geruhsamen und sorgenfreien Lebensabend. Vorwiegend in den weniger besiedelten Außenbezirken entstanden idyllische Anlagen. Das Zusammenleben der alten Menschen wehrt die tödliche Gefahr der Vereinsamung im Alter ab. Ein sommerliches Schwätzchen im Garten schafft genauso Abwechslung wie die Anteilnahme am Tagesgeschehen vor dem Bildschirm des Fernsehgerätes. Die beispielhafte Einrichtung dieser Horte des Ausruhens von den Wechselfällen des Lebens gibt allen Bürgern die Gewissheit, dass Dortmund sie im Alter nicht im Stich lässt. Fast 35.000 Dortmunder Familien haben sich ihren Platz an der Sonne auf der eigenen Scholle eines Kleingartens gesichert. Mit Unterstützung der Stadt schufen sie sich ihr Freizeitparadies in den 85 Anlagen, die sich über das ganze Stadtgebiet verteilen. Der Großstädter sehnt sich nach Licht, Luft und Sonne, besonders in einer Industriestadt, über der sich die Dunstglocke aus den Abgasen der Hüttenwerke wölbt. Eine Vielzahl von gärtnerisch kunstvoll gestalteten Anlagen bildet grüne Inseln im steinernen Meer der Großstadt. Sie laden zur Rast, zur besinnlichen Pause.
Manchmal findet sich sogar eine zünftige Skatrunde zusammen. Über die repräsentativen Großanlagen hinaus verfügt Dortmund über 17 weitere Parks. Diese Parkanlagen durchbrechen in ihrer bunten Pracht das eintönige Grau der Industriestadt. Inmitten des im Dortmunder Süden gelegenen Stadtwaldes erinnert das Mahnmal in der Bittermark an die dunkelste Zeit der deutschen Geschichte. Die waldigen Berge und die Seen des Sauerlandes sind begehrte Wander- oder Ausflugsziele der Dortmunder. Man braucht aber gar nicht so weit zu fahren, um die Schönheiten der Natur zu erspüren. Mit dem Westfalenpark hat die Stadt ihren Bürgern das Geschenk der Natur gewissermaßen bis vor die Haustür gebracht. Aus Anlass der Bundesgartenschau des Jahres 1959 entstand dieser herrliche Park. Wo früher der Kaiserhain und die Buschmühle zu Sonntagsspaziergängen einluden, hatte der Krieg eine Kraterlandschaft aus Bombentrichtern hinterlassen. Vorübergehend fanden hier Kleingärten ihren Platz, um in den mageren Jahren der ersten Nachkriegszeit die Kochtöpfe füllen zu helfen. Sobald die Frühlingssonne ihre ersten Strahlen wärmend über die Stadt breitet, strömen die Dortmunder in Scharen in den Westfalenpark. Groß ist auch die Zahl der auswärtigen Gäste. Im Jahr 1963 wurden insgesamt 2,3 Millionen Besucher registriert. Nicht immer ist die Sicht von der Aussichtsplattform des Florian-Fernsehturmes, des höchsten Bauwerkes der Stadt, so klar. Doch wenn die Dunstdecke über der Stadt aufreißt, dann bietet sich aus dieser Höhe ein imposanter Rundblick über Dortmund. Für die Kinder wurde im Westfalenpark der Robinson-Spielplatz angelegt. Hier können sie sich nach Herzenslust tummeln. Ein Kinderparadies lädt die kleinen Besucher auch im Tierpark zum frohen Spiel ein. Hier schließen sie erste Bekanntschaft mit den Tieren.
Freigehege beherbergen Tiere aus aller Welt. Zutraulich nähern sie sich den Menschen und bemühen sich um die Gunst des Publikums. Besonderer Anziehungspunkt ist das Freibecken der Seelöwen. Die Gewächshäuser des Rombergparks und das Café Orchidee sind ebenfalls reizvolle Ziele. ...1968 wird Dortmund die Europagartenschau veranstalten. Die Pläne sind ausgearbeitet. Schwerpunkt der Schau wird die nördliche Innenstadt sein. Schon sind einige Anlagen fertiggestellt. An anderen Stellen wird mit Hochdruck gearbeitet. Die Tätigkeit der Vermessungstrupps kündigt neue Bauarbeiten an. Wenn die Tiefbauer kommen, wird es ernst. Das war der Tag des Richtfestes in der Großsiedlung Schüren-Ost. Wie immer bei solchen Gelegenheiten sind neben der Prominenz viele schaulustige Bürger zur Stelle. Unter ihnen sicher mancher, der nach der Fertigstellung einziehen wird. Und das ist die Schürener Siedlung heute. Längst haben hunderte von Mietern eine neue, schöne Wohnung gefunden. Zwischen den Häuserreihen erfreuen gepflegte Rasenflächen das Auge. In Niederhofen hat die neue Heimat eine kleine Satellitenstadt erstellt. Schmucke Miethäuser, eine stattliche Zahl von Einfamilienhäusern und als Blickpunkt das Apartmenthaus bilden diesen Komplex. Die Beheizung der Wohnungen erfolgt durch mehrere Blockheizwerke. Die neue Heimat steht im Dortmunder Wohnungsbau mit an der Spitze. Das gilt vor allem für den sozialen Wohnungsbau. Insgesamt sind in Dortmund seit 1945 mehr als 121.000 Wohnungen gebaut worden. Tafeln weisen auf das Großprojekt der neuen Heimat in Wickede hin. Das Modell lässt die Ausmaße dieser Siedlung erkennen. Oberbürgermeister Keuning nahm die Grundsteinlegung vor. Die kunstvoll gefertigte Urkunde wird verlesen. In einer luftdicht verschlossenen Kupferkassette wird sie dem Grundstein anvertraut, um dereinst Kunde vom Lebenswillen dieser Stadt und ihrer Menschen zu geben. Der erste Hammerschlag leitet die Vollendung ein. Ein herzhafter Schluck besiegelt den gelungenen Anfang.
Die Haustypen, die in dieser Siedlung errichtet werden sollen, werden vorher als Modell vorgeführt. Nur ein Vierteljahr später bot sich auf der Großbaustelle Wickede dieses Bild. Man könnte dabei stehen bleiben, um das Wachsen der Häuser zu verfolgen. Das sind die schon fertiggestellten Wohnbauten in Wickede, an die sich die Siedlungserweiterung anschließen wird. Auch das Schulhaus für den gesamten Neubaubereich steht bereits. Große Punkthäuser bestimmen das Bild der Funkturmsiedlung in Neuasseln. Weite Grünflächen lockern die Häuserformationen auf. Für die Kinder der Bewohner sind vorbildliche Spielplätze angelegt worden. Unser Kameramann nahm die Neuasselner Siedlung aus dem Flugzeug auf. Das ist die Höschsiedlung in Barup. Hier der Gagfa-Komplex in Hombruch. Die Hauptsorge bereitet den Straßenplanern die Zunahme des Fahrzeugverkehrs. Problem Nummer 1 ist die Innenstadt. Dieses Schema zeigt, wie die großen Straßen gleich einem Gitterwerk Dortmund durchziehen. Die Hauptverkehrsader Dortmunds ist der Ruhrschnellweg. Die steigende Benutzung dieser Autostraße lässt sich aus diesen Vergleichskarten ablesen. Dieses Modell weist auf die Ausbaumöglichkeit zu einer kreuzungsfreien Linienführung hin. Die Bewältigung des Fußgängerstromes in der Innenstadt ist ein weiteres Problem für die Verkehrsplaner. Zwingend ergibt sich die Forderung, den Fahrzeugverkehr von den Einkaufszentren fernzuhalten. Um den Verkehrsfluss reibungsloser zu gestalten, werden Straßen verbreitert und alte Brücken durch leistungsfähige Neubauten ersetzt. Jede für diesen Zweck verwendbare Freifläche wurde für die Schaffung von Parkplätzen genutzt. Unter der Erde entstanden ausgedehnte Tiefgaragen. Dortmunds gute Stube, der alte Markt, der inmitten des Fußgängerbereiches liegt, soll ein neues Gesicht erhalten. Sorgfältig prüft der Planungsausschuss des Rates die Gestaltungsvorschläge. Und hier der Modellentwurf des Bläserbrunnens und die Originalfigur dieser historischen Marktzierde. Die Planungsarbeiten in einer Stadt bedürfen der eingehenden Vorbereitung. In der Modellwerkstatt der Dortmunder Stadtverwaltung formen fleißige Hände die Entwürfe zum Anschauungsobjekt. Wie eine gute Hausfrau für Reinlichkeit in der Wohnung, so muss auch die Stadt für saubere Straßen sorgen. Neue Besen kehren nicht nur gut, sie sind in dieser mechanisierten Ausführung unerlässlich, um das Reinigungsprogramm auf den 1560 Kilometern des städtischen Straßennetzes bewältigen zu können. Die Müllabfuhr gehört ebenfalls zu den öffentlichen Einrichtungen, für die die Stadt erhebliche Mittel aufwenden muss. So kann heute kein Feuer mehr gelöscht werden. Die Zeit der Hand- und Dampfspritzen ist nur noch Erinnerung. Wann immer Menschenleben von Gefahr oder Häuser und anderes Gut durch Feuer bedroht werden, sind modernste Löschfahrzeuge schnell zur Stelle, um helfend einzugreifen. Die Reinoldikirche, Wahrzeichen der alten freien Reichsstadt und Symbol der auch im heutigen Dortmund bewahrten Kulturüberlieferung. Mit dem Neubau des Stadttheaters nimmt Dortmund die gute Tradition der Kunstpflege wieder auf. Am Grafenhof erhebt sich der gewaltige Bau des neuen Theaters mit seiner weit ausladenden gewölbten Eingangspforte. Die Aula des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums am Ostwall dient gegenwärtig dem Schauspiel als Aufführungsstätte. Alle zwei Jahre verleiht die Stadt Dortmund den Nelly-Sachs-Preis.
Der Dichterin Johanna Moosdorf wurde die Auszeichnung im Jahr 1964 zuerkannt. Wertvolle Kunst- und Kulturschätze aus Vergangenheit und Gegenwart beherbergen die städtischen Museen. Die ständige Einrichtung der Auslandskulturtage lässt in jedem Jahr neue Bindungen zwischen den Völkern und ihren Menschen wachsen. Dänemark zeigte sein Kunsthandwerk zusammen mit einer Ausstellung des weltbekannten Gestalters Arne Jacobsen. Das Musikkorps der niederländischen Luftwaffe spielte auf dem neuen Markt vor dem Stadthaus. Gesellschaftlicher Höhepunkt der Auslandskulturtage, der Ball der Nationen. Starke Beachtung fanden die Arbeiten dänischer Pressezeichner. In einer Sonderausstellung zeigte die Stadt Kopenhagen Ausschnitte aus ihrer Sozialarbeit. Kinder brauchen Platz zum Spielen. Auch daran muss eine Stadt denken. Spielplätze wie dieser würden ihr nicht zur Ehre gereichen. Ein Maßstab für die jugendpflegerische Sozialarbeit einer Stadt ist die Betreuung, die sie ihren jüngsten Bürgern angedeihen lässt. Inmitten des Steinmeeres der Großstadt sind in Dortmund an vielen Stellen Kinderspielplätze angelegt worden. Unter der Aufsicht von Mutti oder der Oma vom Dienst können sie hier unbekümmert spielen. Keine Verkehrsgefahr bedroht sie. Spielgeräte, die dem Bewegungs- und Spieldrang der Kinder entsprechen, und andere, die, so einfach sie auch gestaltet sind, sich in der kindlichen Fantasie in die abenteuerlichsten Gegenstände verwandeln, tragen den Spielbedürfnissen der Kleinen Rechnung. Zahlreiche gut geleitete Kindergärten erleichtern berufstätigen Familien die Erziehung ihrer Sprösslinge. Sie können sie der Obhut der Kindergärtnerinnen anvertrauen, unter deren fürsorglicher Pflege der Tag in kindlicher Unbeschwertheit vergeht. Sauberkeit muss sein, aber an diesen gepflegten Waschanlagen verliert sich schnell die Scheu vor Seife und Wasser. Das schwere Los der Waisenkinder mildert sich in einem solchen schönen Bau, wie es das Kinderheim in der Zillestraße darstellt. Der heranwachsenden Generation schuf Dortmund mit 14 Bezirksjugendheimen Stätten der Zusammenkunft unter Altersgleichen. Hier halten die Verbände und Vereine ihre Heimabende ab, hier kann die Jugend unter sich sein. Anziehungspunkt für die jungen Menschen aus der ganzen Stadt ist das zentrale Haus der Jugend im Fritz-Henssler-Haus. Es erhielt seinen Namen nach dem unvergessenen Oberbürgermeister. In den unterschiedlichsten Gruppen aller Richtungen kommen die jungen Mitbürger zusammen und erfüllen das Haus Tag für Tag mit jugendlichem Leben. Das Fritz-Henssler-Haus hat Werkstätten für die Handwerksmeister, Konstrukteure und Erfinder von morgen. Sie können ihre gestalterischen Ideen hier in die Tat umsetzen. Auf dem umfangreichen und vielseitigen Veranstaltungsprogramm stehen auch Lehrgänge für Segelfliegen oder Segeln, die von den theoretisch erteilten Anfangsgründen bis zum Erlebnis der aktiven Ausübung reichen. In jedem Jahr werden Jugendfreizeiten veranstaltet. Die jungen Menschen lernen auf diesen Fahrten die europäischen Nachbarn kennen und schließen Freundschaften mit Gleichaltrigen aus diesen Ländern. Besonders Frankreich ist ein begehrtes Ziel, dessen Atlantikküste erlebnisreiche Sommerferien beschert. Die Völkerverständigung beginnt bei den Kindern. In Kinderkolonien finden schon die Jüngsten zur Gemeinschaft der Nationen. Diese Begegnungen haben vor Jahren den Anfang einer zwischenstaatlichen Jugendarbeit gebildet, die von den Politikern erst jetzt auf eine breitere Ebene gestellt werden konnte. Auch darin war Dortmund Vorbild.
Die Geräuschkulisse eines Fußballspieles der Bundesliga würde in keinem noch so großen Sportfeld Grenzen finden, wenn der dreimalige deutsche Meister BV Borussia 09 im Stadion Rote Erde aufspielt. Längst reichen die 42.500 Plätze nicht mehr für die fußballbegeisterten Massen aus. Die Erweiterung ist auf 65.000 Plätze vorgesehen. Im Sport wächst die Spitze aus der Breite. Im Stadtgebiet sind heute 52 Sportplätze mit 70 Spielfeldern vorhanden. Auf diesen Plätzen führen Vereine und Schulen die Jugend dem Sport zu. Rat und Verwaltung sind warmherzige Förderer des Sports. Nicht nur, weil Dortmund eine Sportstadt von Ruf ist, sondern weil der Sport für die Volksgesundheit, für die Jugenderziehung und für die Freizeitgestaltung von so großem Wert ist. Wenn ein neuer Sportplatz eingeweiht wird, wie hier in Kemminghausen, erscheinen die Spitzen der Stadt. Turner und Sportler haben keine Platzsorgen, wenn sie, wie auf diesem Sportfeld in der nördlichen Innenstadt, ihre jungen Freunde zu fröhlichen Treiben um sich schaben. Das Südbad an der Ruhrallee ist eine der schönsten Schwimmhallen in der Bundesrepublik. Der Rat beschloss den Bau von 6 weiteren Bezirkshallenbädern. Nicht alle Bürger der Stadt können in den Sommerferien verreisen. Sie finden sommerliche Erholung und Badefreuden in den 5 städtischen Freibädern, zu denen noch eine Badeanstalt kommt, die von privater Seite unterhalten wird. Die Westfalenhalle ist Dortmunds Prunkstück unter seinen sportlichen Veranstaltungsstätten. In dieser international renommierten Arena trifft sich die Weltelite des Sports. Die Eislauf-Weltmeisterschaften des Jahres 1964 zogen nicht nur die Zuschauer in ihren Bann, die den Wettbewerben auf der spiegelblanken Kunsteisfläche beiwohnten. Bei einem Sportereignis von so weltweiter Bedeutung geht auch der Name Dortmunds und der Westfalenhalle um die ganze Welt. Ja. Das große internationale Reit- und Springturnier zählt zu den Standardveranstaltungen in der Westfalenhalle. Weltmeister und Olympiasieger geben sich dann ein Stelldichein und jagen auf rassigen Pferden über den schwierigen Parcours. Niemals fehlen bei diesen Turnieren die erregenden Schaubilder, die dem sportlichen Programm die Würze meisterhafter Dressur und fahrerischen Könnens verleihen. Doch die Westfalenhalle ist nicht nur ein Haus des Sports. Ihr Gesamtkomplex umfasst insgesamt 4 Hallen, die sich über eine Fläche von 22.000 Quadratmetern erstrecken und ein Fassungsvermögen von 42.600 Personen aufweisen. Aussteller aus aller Welt benutzen diesen Platz, um für ihre Erzeugnisse zu werben. Großveranstaltungen und Kundgebungen von Verbänden und politischen Parteien rücken die Westfalenhalle in den Mittelpunkt der großen Tagesfragen. Prominente Politiker richten aus ihrem weiten Rund das Wort an die Nation und an die Welt. Gäste aus der gesamten christlichen Welt fanden sich in Dortmund zum Deutschen Evangelischen Kirchentag ein. Unter dem Zeichen des Kreuzes versammelten sich 500.000 Menschen zur Abschlussfeier auf dem Rennbahngelände in Wambel. Bundespräsident Dr. Heinrich Lübke kam als Ehrengast. Sie haben jetzt einen Einblick in das Wirken der Mitarbeiter in den Verwaltungsdienststellen erhalten. Dort wird die Kommunalpolitik, die der Rat im Auftrage der Bürgerschaft bestimmt, in die Tat umgesetzt. Dieser Auftrag an den Rat liegt in der Entscheidung, die Sie, meine Mitbürger, in den Kommunalwahlen fällen. Auch die Zukunftsgestaltung unserer Stadt, wie sie dieser Flächennutzungsplan andeutet, ist eine Aufgabe des Rates. Hier müssen wir versuchen,
die Grundlagen des Zusammenlebens in unserer Stadt auch für die Zukunft schon heute zu schaffen. Nach diesem Plan wollen wir Dortmund neu ordnen. Ordnen zu einer Stadt aus einem Guss. Das bedeutet, dass wir Wohnraum schaffen müssen, der für eine künftige Bevölkerungszahl von rund 750.000 ausreicht. Das sind 100.000 Menschen mehr als heute. Dafür brauchen wir neue Arbeitsstätten, neue Straßen, neue, noch bessere Verkehrsverbindungen, mehr Schulen, Erholungsstätten, Einrichtungen sozialer Art, wie auch für das geistige, kulturelle und religiöse Leben. Drei Autobahnen werden Dortmund einrahmen und der Stadt noch mehr das Gewicht eines bedeutenden Verkehrsknotenpunktes geben. Ein Flugplatz wird in Anschluss an den innerdeutschen Flugverkehr und damit an das Luftverkehrsnetz der Welt schaffen müssen. Diese Aufgaben brauchen viel Zeit. Einen guten Teil wollen wir in den nächsten Jahren in Angriff nehmen. Wir müssen die Probleme der Gegenwart lösen und die Zukunft vorbereiten. In dieser Zukunft muss immer ein sonniger Platz sein für unsere Alten, die ja in der Zeit ihrer besten Lebenskraft die Zukunftssicherung der Jungen, ja unsere Zukunftssicherung, erst ermöglicht haben. Unser besonderes Augenmerk, unsere besondere Liebe gilt unseren Kindern, die als die Bürger von morgen hier leben und arbeiten werden. Arbeiten für ein Leben in Frieden, Freiheit und sozialer Sicherheit. Arbeiten für ein glückliches Leben. Dieses Bild der modernen Großstadt Dortmund zeichneten Gerd Stoltefuß, Ulrich Preußner und Karl-Heinz Kukulis.